Willkommen, liebe Clasher, bei mir, den Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors. Ich habe es gestern schon in der Folge angesprochen, dass ich einen, nicht einen, sondern noch ein paar Kämpfer aus unserem CK hier zeigen werde. Den CK haben wir leider, wir schauen mal rein, knapp verloren, 39-40, also im Moment haben wir eine kleine rote Serie. Und aber wir hätten selber in der Hand gehabt, diesen CK hier zu gewinnen. Wir schauen auch gleich aktiv mal rein. Und zwar fehlte uns ja letztendlich nur ein Stern. Prozentual lagen wir nämlich gar nicht mal so schlecht da. Aber es sind hier auch so ein paar Sachen passiert. Selbst mir ist hier wirklich eine kleine Farce passiert, denn nach dem Stream habe ich gedacht, machst du mal fix deine Angriffe hier mit deinen RH9 und bringst sie eben mal durch, denn sonntags schaffe ich in der Regel gerade mit den vielen Accounts dann hier nicht zwei Angriffe. Und aber ich habe das jetzt mal angehalten, ihr seht das selber unten. Zu einem Gola-Loon gehören auch immer Loons, sage ich mal nur so als Stichwort. Ja, ich habe die Loons vergessen. Ich habe hier auf Angriff gekriegt, weil ich wollte eigentlich nur spähen. Aber das ist euch sicherlich auch selber schon mal passiert. Da wolltet ihr nur spähen, klickt einmal auf Angriff, klickt einmal auf durch. Und dann bist ihr hier natürlich im Kampf. Okay, den brauchen wir uns nicht angucken. 47%. Die Base hier habe ich aber trotzdem dann geschafft. Und zwar habe ich mir die Base dann einfach mit dem Alex vorgenommen. Da ich ja jetzt schon wusste, wie sie tickt, und scrolle hier mal ein bisschen rein, dass man mal so ein bisschen den Funnel sieht. Und ich scrolle hier auch mal rein und bewege ab und zu mal das Bild, weil ich ein anderes Mobile Device habe. Ich habe mir mal ein anderes Mobile Device besorgt, denn mein Tablet ist ja letztendlich den Bach runtergegangen die letzten Monate, denn das Ding ist auch schon über 4 Jahre alt und ist grauenhaft langsam geworden. Ich kann manchmal einfach so tippen. Und es tut sich nichts mehr. Also ich kriege die Zauber nicht ordentlich gesetzt. Es ruckelt ohne Ende. Und aber ich sehe es jetzt auch gerade hier. Auch das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Denn das hat hier gerade so einen kleinen Standbild gehabt. Und das ist hier natürlich jetzt in der Aufnahme über die Aufnahmesoftware. Mal gucken, ob das nochmal so vorkommt. Wenn ja, dann muss ich eben mal in die Settings rein. Dann scheint hier noch was nicht zu passen. Aber ich denke mal, das ist hier ein lupenreiner Gola-Loon gewesen und es war schon eine anständige Sache. Ja, um nochmal aufs Tablet zu kommen, ich bin ja in der Erfindung eines anderen neuen Mobile Devices, weil ich auch gerne mal wieder live in meinen Folgen angreifen möchte und vor allen Dingen auch in den Streams gerne Live-Angriffe machen möchte, also CK-Live-Angriffe, und die mache ich ausschließlich am Tablet. Da ist mir das Handy viel zu fummelig, da mache ich wirklich nur Notangriffe, weil solche dicken Handy hier dann auf 6 Zoll, das kannst du knicken, oder 6,5 Zoll sind es, glaube ich. Das kannst du knicken, das ist hier auf 10 Zoll schon ein bisschen angenehmer. Und deswegen mache ich meine Angriffe eigentlich ausschließlich am Tablet. Das, was ich natürlich immer gerne im Stream mache, ist so ein bisschen Farmen. Das geht dann am PC auch. Aber wirklich die CK-Angriffe hier, die mache ich echt immer am Tablet. Das geht nicht am PC. Okay, aber wir gucken mal weiter nach oben. Denn wir haben noch ein paar schöne Angriffe. Ich denke mal, das Ding hier ist eigentlich auch schnell genug. Und auch farblich, glaube ich, ganz in Ordnung. Aber es ist nach wie vor so ein bisschen in die Breite gezogen. Und das ist sicherlich nicht so schlecht. So ein iOS ist ja so ein bisschen, hat ein etwas anderes Format als Android. Da es hier eine Apple-freie Zone ist und ich auch schließlich Google-Accounts habe. Ja, die kann man jetzt natürlich mergen. Aber das wollte ich an der Stelle nicht. Und wir gucken uns den Angriff hier vom WWW8 an. WW8 heißt er. An der Base bin ich mit meinen Chars so ein bisschen verzweifelt. Mit meinen 9ern eigentlich nicht so stark, wenn man sich so die Def anguckt. Die Def ist hier 9 oder 8, sagen wir mal gerade so. Oh, da hat es gerade wieder so kurz gehakelt. Also auch das stört mich. Das stört mich. Das sind immer so Kleinigkeiten. Und das nervt mich aber völlig ab. Ich lasse das jetzt trotzdem mal laufen. Denn ich muss irgendwo ja auch etwas haben, was ich analysieren kann. Und brauche aber eure Meinung, was so ein bisschen so Qualität angeht und Farben angeht, etc. Denn ich würde gerne öfter mal über die Elgato ein bisschen was aufnehmen, muss dann aber allerdings auch wirklich ein gutes Tablet haben. Aber hier, ihr seht selber, die Def echt nicht so stark, aber die Base hier ist halt ein bisschen größer.
als eine normale RH 9 Base. Er hat jetzt zwar ziemlich viele Mauern hier auf einer Seite angeflanscht, aber ich habe die einfach nicht gepackt mit Luft. Ich bin immer über die Queen gegangen, über den einen Inferno. Er hat auch nur einen. Und wenn man das mal sieht hier, wir sind hier jetzt bei 8 auf 10. Vom Ranking her, ich glaube, ich habe das schon mal in meinen letzten Videos erwähnt, dass ich glaube, ein Inferno bringt einen im Ranking dann auch noch nicht so hoch. Deswegen habe ich jetzt schon ganz, ganz viele Bases gesehen, die einfach mal nur ein Inferno haben. Kann man ja machen. Und ich denke mal, der WW8 hat das hier aber gut gelöst mit der Kombi, mit den Valkyren, mit den Bowlern und auch mit der Queen. Schön nach dem Queenwalk hier. Das sieht wirklich gut aus. Aber wie gesagt, die Def ist jetzt auch nicht so wirklich für eine 29er Queen so super stark. Da habe ich schon andere Bases gesehen, die der WW8 hier gemacht hat. Aber so waren das hier schöne 3 Sterne. Kein Thema. Okay, wir gehen noch ein kleines Stück nach oben. So ein Wireless LAN wollte ich gerade sagen. So ein Tablet hängt natürlich auch immer im Wireless LAN. Wenn ich hier mit dem PC aufnehme oder auch mit dem PC streame, dann ist das natürlich immer an einer Leitung. Das heißt also, ich bin dann per Kabel verbunden und habe da natürlich auch einen ganz anderen Speed. So, ich glaube, den haben wir im Stream gesehen. Wir gucken uns den Dreier hier von Guki an. Das ist 10 auf 10 hier. Das ist wirklich gut gelungen, was der Guki hier liefert. Nee, stimmt gar nicht. Guki ist, glaube ich, auch ein Elfer. Müsste ich gleich nachschauen. Ich kenne meine eigenen Leute hier nicht mehr. Denn es gibt auch viel in dem anderen Clan zu tun. Aber so ein bisschen kommen wir da jetzt auch runter. Haben jetzt unsere ersten 2 CKs gespielt. Werden wir auch sehen. Ja, versprochen hatte ich das ja, dass ich auch aus dem Clan so ein bisschen aktiv was zeige. Denn dort bekommen wir die etwas anderen Rathausstufen ja immer noch so ein bisschen mit. Und verfolgen das einfach mal entwicklungsmäßig. Ist natürlich immer ein bisschen Werbung für den kleinen Clan. Klar, so ein einen kleinen Hintergrund hat man da. Und aber guckt euch das mal an, was hier an Masse in dieser Base hier in der Mitte ist. Und sich hier ja nicht mal durchquält, sondern richtig schön durchfrisst. Und ja, aber ich sehe es jetzt, ich brauche gar nicht nachgucken. Der Guki ist ein Elfer. Da hat es gerade wieder gehackelt. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ich habe eben einmal schon in die Settings reingeschaut, während wir hier angegriffen haben. Habe aber noch nichts gefunden. Aber ich denke, ich lasse die Aufnahme trotzdem mal durchlaufen. Denn letztendlich brauche ich ein paar Urteile, auch wenn das hakelt, das kriege ich weg. Also das ist überhaupt kein Thema. Denn das, was ihr auch nicht wisst, das ist ungefähr meine 20. Aufnahme, die ich hier gerade mache. Weil es immer irgendwo geklemmt hat. Erst da dran, dann da dran, dann da dran. Und irgendwann muss das Ding auch mal im Kasten sein. Ist einfach so. Denn ich nehme ja immer relativ zeitnah auf. Also nur die Wochenendfolgen von mir sind ab und zu mal vorproduziert. Aber ansonsten versuche ich immer so ein bisschen zeitnah hier an den CKs dran zu bleiben. Das geht auch gar nicht anders. Und es gibt ja noch andere Sachen hier in Clash of Clans, die wir machen können. Ich glaube, ja, den hier oben haben wir ja schon gesehen gehabt von Maste. Schauen wir uns ruhig nochmal an. Wer den Angriff nicht in meinem Stream gesehen hat, der kann ihn hier nochmal genießen. Denn im Stream war das genau am Ende des Streams, wo der Maste noch angegriffen hat. Das waren wirklich die letzten Minuten hier. Ich hatte auch gesagt, irgendwo, ich glaube, es war 10 Uhr, mache ich Schluss. Und der Maste hatte vorher schon gesagt, dass er um 15 vor seinen Angriff macht. Das hat sich dann noch ein bisschen verzögert, aber trotzdem haben wir den hier noch am Ende live geguckt. Und das war natürlich so ein bisschen so ein, oh, ja, also richtig krasses Ding hier. Und schauen aber gleich auch mal, warum das an einer anderen Stelle dann nicht mehr so gut geklappt hat. Also da bin ich dann wieder mit mir tief in die Analyse gegangen. Warum habe ich wieder keine Ringbase geschafft? Warum nicht? Ja, mittlerweile bin ich so hoch hier im Ranking, leider so hoch hier im Ranking, das liegt natürlich auch an meiner Base, dass ich in der Regel auch immer mal einen Zehner machen muss. Also es reicht nicht, es reicht nicht, dass ich nur Zehner mache, sondern auch in diesem CK musste ich wieder ein bisschen höher und musste auf die 5, also ein RH10. Da hatte der Daywalker schon 87% vorgelegt mit einem Stern.
Also lag es eigentlich nur an uns, deswegen hatte ich ja gesagt am Anfang, es lag nur an uns hier, den Sieg einzufahren und wir haben es nicht gepackt. Also es lag nicht mehr am Gegner, denn der Gegner hatte auch alle Angriffe durch. Und aber am Ende haben wir es versäumt, den letzten Stern zu holen und damit auch die letzten Prozente, die uns gefehlt haben. Denn ein Stern hätte uns vollkommen gereicht, hätte uns auch prozentual ja nochmal ein bisschen weitergebracht. Aber hier war es wirklich, wirklich ein Augenschmaus von Maste, aber nichts gegen den Maste oder für den Maste. Hier haben in diesem CK auch wieder alle wirklich gut angegriffen. Ob das der King ist, der King Arthur, oder ob das der R9-Bereich ist, der hier auch früh gedreiert hat mit den ganzen Chars. Alle haben hier wirklich wieder einen guten CK abgegeben. Und deswegen, wir machen uns ja sowieso nie hier Vorwürfe. Die Zeiten sind vorbei, wo wir nach zwei Niederlagen sagen, oh, du musst mal deine Base umstellen oder oh, du musst mal dies machen. Also durch die Bank weg hier, wenn wir hier mal schauen, der King Arthur, der Gucki, der Hocke, alle haben relativ gut angegriffen. Gibt natürlich immer mal ein paar, die haben einen schlechten Tag. Hatte ich ja auch, habt ihr ja gesehen mit dem R9-Account. Und aber wir haben leider die fünfte Base nicht geschafft. Und gucken uns aber leider nicht den von Daywalker an, tut mir leid, Yannick, sondern da ich so ein bisschen hart in die Analyse ja bei mir gehen möchte, schauen wir uns das einmal an. Dann sehen auch andere Zehner mal, was geht oder was nicht geht. Und bin von der gleichen Seite mit dem Queenwalk reingekommen, wie eigentlich meine Vorgänger auch. Ich denke mal, ich habe im letzten Video auch schon gesagt, ich komme mal so rein wie die Elver. Denn so kommen die immer irgendwie in die Base rein und da läuft die Queen nie krumm. Bei mir allerdings auch nicht. Ich habe hier ein bisschen Unterstützung dann von meinem Babydrachen gesucht. Habe jetzt die Queen hier geraged, um den King zu schaffen. Also ich muss sagen, hier im Hinterbereich Queen und ich weiß gar nicht, wo der Warden hockt. Da oben hockt der Warden, die waren mir ganz egal. Für mich ging es darum, zwei Sterne zu holen. Bis hierhin läuft es eigentlich auch noch gut. Jetzt, um den Funnel hier perfekt zu machen, Golem rein. Ich habe ja immer reichlich Mauerbrecher dabei, damit ich beide Sprung habe, um mit den Valkyren letztendlich in die Mitte reinzukommen. Also schön die Mauer aufgemacht. Mein Golem tankt dagegen gegen die Doppelbombe. Also hier, der Gegner hat schon eine Doppelbombe hier drin. Die haut ja vier Schuss raus. Auf einmal. Und nach wie vor ist mein Funnel wirklich gut, glaube ich. Ja, also so, glaube ich, funnelt man hier. Ich denke mal, da stimmt ihr mir zu. So macht man das eigentlich. Die Queen hier jetzt schon schön in der Mitte. Ich kann sie nochmal ragen, muss sie jetzt allerdings zünden. Und weil jetzt kommt auch die Clanburg raus, die muss ich natürlich irgendwie schaffen. Da kam Pekka, ganz witzig, ich wusste das aber. Und Queen immer noch weiter am Start. Nur, was mir jetzt eigentlich passiert, der Sprung sitzt ja noch oder ist ja noch da. Und jetzt setze ich eine Valkyre. Diese Valkyre peilt den Luftfeger an. Und dann habe ich gedacht, ja, die hauen alle rein in die Mitte. Ja, aber die Queen, also ich habe das auch zwei, dreimal gucken müssen. Warum rennen meine Valkyren jetzt nicht alle in die Mitte? Die Queen macht jetzt den Feger weg. Und dadurch haben alle Valkyren ein anderes Ziel bekommen. Ja, und dann, ihr seht selber, Essig. Ja, da rennt nichts mehr in die Mitte. Das ist wirklich Feintuning hier, muss ich sagen. Wenn man dann mit den Resttruppen noch in die Mitte kommen will, die wären natürlich da reingegangen. Klar, zweiten Sprung habe ich da jetzt einfach mal aufs Rathaus gesetzt, damit die gleich weiterhüppeln und mir noch ein paar Prozente einfahren. Aber da sie gar nicht erst reingingen, ja, leider ein Stern. Mal wieder auf eine Ringbase, aber ich denke mal, auch da stimmen mir einige zu, die mir schon echt super Tipps gegeben haben. Danke auch nochmal dafür. Dass ich auf einem guten Weg bin, hier solche Ringbases eigentlich zu knacken. Ja, das war ja jetzt wirklich Feintuning. Und naja, was willst du machen? Ist halt so. Und knapp verloren. Leider. Der nächste CK ist jetzt gerade eben angefangen. Und na komm. Wo wir dabei sind, live in einer Folge, da ich CK-Angriffe zeige, hauen wir auch hier einmal live rein. Aber ihr seht das selber, das Tablet brauchen wir noch ein bisschen zum Umschalten hier übers Wireless LAN. Bis da mal ein Bildchen da ist. Und wir sehen hier ein verlassenes Rathaus, also keine Truppen hier am RH und 53% von Hocke. Ja, manchmal läuft es halt nicht. Auch das ist dann natürlich immer drin hier. Das heißt also, auch das
Komfort. Hier kam wieder der kleine Hänger. Kriege ich raus, warum das so ist. Und leider nur einen Stern hier von Hocke. Oh, da sind ja noch, was kommt denn da in Clanburg? Guckt euch das an, was da mal gerade so in Clanburg kommt. Das ist seine Hexenskellies. Und, oh, okay, da hat er sicherlich seine Probleme mit gehabt. Aber krass, ist nicht so schlimm. Alles gut, Hocke. Hatten wir jetzt mal einen Live-Angriff hier mit drin. War auch eher erst unser zweiter Angriff. Und ich denke mal, das ist aber von der etwas holprigen Folge gewesen. Also, anderes Mobile-Device gefällt mir noch nicht so gut. Das wechsle ich nochmal. Und ich denke, ihr werdet auch aus dem zweiten Clan noch so ein paar Sachen von uns sehen. Denn dort ist uns natürlich auch was widerfahren, was mal wieder sehenswert ist. Aber bleibt dran, das sehen wir weiter in dieser Woche, wenn es wieder heißt, der Toto flasht. Bye, bye.